Was geht? Aber geil, Schnittchen, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten. Damit willkommen zurück zur neuen Folge Super Mario Maker. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, von den übrigen Leveln, die wir hier haben, sind noch zwei, die wir noch nicht gespielt haben. Und um die kümmern wir uns in der heutigen Folge. Falls man es hört, ich bin ein bisschen angeschlagen, aber das hindert mich nicht daran, ja, diese Level hier, ja, einfach mal in einem Rutsch hier durchzunudeln. Fangen wir mit dem Level Airship Terror von Marcel an. Ja, gucken wir mal, was uns dieses Level hier zu bieten hat, weil bis jetzt, ja, ist das ja eher Kindergeburtstag. Hier muss man mal ganz ehrlich sagen. Gut, ich wollte eigentlich den Panzer dagegen schießen. Okay, um an den Pilz zu kommen, das hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Egal, scheiß du auf den Pilz, wir brauchen keinen Pilz, ja, ganz einfach. Wir klettern jetzt hier einfach hoch. Ja, die Frage ist ja nur, wo wir hin müssen. Oh, da kommen wieder diese komischen zielsuchenden Dinger. Siehst du, da haben wir doch unseren Pilz schon, easy going. So, hier, jetzt hier oben lang. So, was haben wir hier? Ein Leben. Okay, ich glaube, das war nicht die richtige Richtung. Das war definitiv nicht die richtige Richtung, aber jetzt du mieser kleiner Wichs, Mario, was soll das denn? Egal, okay. Ich glaube, ich muss hier rein, oder? Wie sieht's aus? Tatsache. So, wollen wir mal gucken, was dieses Level uns zu bieten hat. Also bis jetzt geht's ja einigermaßen. Problem ist, ich kann natürlich in dieser Super Mario Dingens-Variante diesen Drehsprung nicht vollführen, der uns hier vermutlich sehr weiterhelfen würde. Komm jetzt her hier! Was? Wieso treffe ich das nicht? Das gibt's doch überhaupt nicht! Wie hoch soll ich denn noch werfen? Na komm, hier, easy going, zack, hier drüber, ja, hier drüber, kein Problem. Hoch, Vorsicht! Jetzt hier, hoch! Also, jetzt mache ich das aber. Jawohl! Dieser Hurenpanzer! Davon lasse ich mich nicht beeindrucken. Jawohl! Pilz! Scheiße! Das... Nein! Okay, ich habe noch nicht so richtig raus. Jetzt aber. Jawohl, ja! So funktioniert das Ganze nämlich hier. Das Klärchen soll jetzt rein in das Rohr. Das sollte jetzt wohl hier machbar sein, hier mit diesen komischen Stacheldingern. Also, das ist ja wohl... So, perfekt! Ah, jetzt ungefähr hier so. Ja, scheiße. Wäre ich jetzt klein gewesen, wäre ich da wahrscheinlich nicht dran gekommen. Naja, whatever. Also. Nummer 1. Nummer 2. Okay, ich muss jetzt mal ganz kurz überlegen, wie ich das machen soll. Also gut. Ich nehme zurück, dass das Level hier totally easy ist. Also so... Oh! Okay, perfekt. So, jetzt muss ich nur gucken. Da ist ein Kettenhund drin. Nice. Wow, den hätte ich jetzt nicht da rausholen sollen. Egal. Wie hätte ich denn an den Stern da unten kommen sollen? Ah, wenn ich jetzt den Stern gehabt hätte, hätte ich hier einfach durchmarschieren können, ne? Ja, seht ihr, Stern da unten und dann Abmarsch. Kacke. Brauche ich den? Oh, nee, doch nicht. Na gut, wir schaffen das auch ohne Stern. Scheiß drauf, wir brauchen keinen Stern. Oh, das haben wir schon oft genug. Aber er würde mir wahrscheinlich einen nicht zu verachtenden Vorteil verschaffen, dieser scheiß Stern da unten, wenn ich ihn mal bekommen würde. Mann! Nur, diese Stelle hier ist... Was? Hä? Allein diese Stelle mit den Ranken hier, die geht mir so auf den Sack. Ich bin jetzt schon so oft gestorben hier. Schnell... Mann, dieses Scheiß-Level, ey. So, okay, die Frage ist jetzt, wie komme ich jetzt da unten dran? Eigentlich ja, also selbst als großer Mario wüsste ich nicht, wie das machbar sein soll. Also wie kann man... Das geht nicht. Das geht nicht. Nein. Oder es gibt wieder irgendwelche Mario-Tricks, die ich nicht kenne. Von daher sollten wir uns jetzt darauf konzentrieren, dass wir diese Stelle hier schaffen. Und zwar möglichst ohne hier wieder drauf zu gehen oder zerquetscht zu werden. Ich muss nämlich jetzt gucken. Mann! Das wäre ja wohl gelacht, wenn wir das hier nicht machen würden. Jetzt mal ganz im Ernst. Übrigens habe ich ja ganz vergessen zu erzählen. Was heißt nicht vergessen zu erzählen? Sondern ich vergesse das, ich verdränge das immer selber, weil ich da irgendwie mittlerweile extrem nervös bin. Aber morgen... Am Donnerstag bekomme ich mein allererstes Tattoo.
Leck mich am Arsch, ey. Und zwar auf meinen Unterarm tatsächlich. Was genau das wird, das verrate ich jetzt allerdings noch nicht. Da werde ich natürlich auch meine Kamera mitnehmen und das ein oder andere Instagram-Bild da mal rausknallen. Aber ich bin mega gespannt drauf. Das ist... Boah, das ist so eine Sache halt für die Ewigkeit, ne? Ich habe nicht wirklich, ich sag mal, Angst vor dem Schmerz. Sondern ich habe halt... Die größte Angst davor ist, dass mir das nachher auch gefällt oder so, ja? Das ist so... Ja, Mitchell! Dass mir das irgendwie gefällt. Und das ist so für mich... Boah, wo mir schon so ein bisschen die Klöten schwitzen dann nachher, ne? Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da wird vermutlich entweder morgen oder am Freitag dann ein Vlog zu kommen. So ein random Tagebuch so ein bisschen. Wo ich das dann drin verarbeiten werde, wo ich dann darüber erzählen werde. Und da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Wobei mir eigentlich im Prinzip, eigentlich muss es ja nur mir gefallen, so gesehen, die Meinung anderer, aber ich bin gespannt, was ihr zu dem Video sagt. Also generell, also ich bin mega gespannt, was das mal... Ah, ich bin nervös! Wahrscheinlich hat auch der ein oder andere von euch schon Tattoos, ja? Und wahrscheinlich auch sogar mehr... Fick dich, Mario! Wahrscheinlich sogar mehr als eins. Und ich darf mich nicht von denen treffen lassen, ne? Zumindest nicht von oben. Uiu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 
Ja, Moment. Das müsste ich jetzt aber schaffen, da auf das Ding drauf. Ficken! Boah, ich habe jetzt mittlerweile schon so oft auf dem Bildschirm gerotzt. Da könnte man jetzt schon bestimmt 3 neue Hardys mit klonen, ey. So, nein, komm schon! Bitte stehen bleiben wir jetzt. Ich will das jetzt schaffen. Oh, komm, warte. So, na wohl ja. Jetzt bin ich mal gespannt, wo ich hier hinkomme. Ob das jetzt hier das Ziel ist? Ah, du wolltest mich natzen, ne? Aber das kannst du völlig ver... Wow! Wow, hier ist nur so ein... Ist ja wohl ein Witz. Ey, scheiße, hätte ich da wirklich schon das Spiel beenden können? Und jetzt stehe ich hier und... sterbe. Ja, Freunde. Oh, jetzt mache ich das aber. Ich muss da irgendwie in die Mitte springen. Mann! Okay. So, Freunde. Ich muss doch nur da hochspringen und gerade stehen. Also, Freunde da draußen, ja, das ist nicht so einfach, wie es aussieht. Also wirklich, das ist sauschwer. Also, jetzt ist gleich aber Feierabend. Jetzt ist gleich Feierabend. Ich muss nur warten, bis der hoch genug ist. Das... Wie soll das denn gehen, Mann? Also jetzt aber nochmal wirklich mit Konzentration. Jetzt also wirklich mit Konzentration. Hier hin. Und dann halte ich gedrückt. Spring da hin. Das ist nicht machbar. Das ist nicht machbar. Das ist nicht machbar. Vor allen Dingen muss ich jedes Mal vorher diese Jumping-Wichse machen, ey. Das kann nicht wahr sein, dass das nicht geht. Da, ho, ja, ho, Mami. Und jetzt, links oder rechts? Links oder rechts? Links oder rechts? Wir machen mal rechts. Okay, wir gehen rechts. Ist da ein Pilzchen drin? Da ist ein Yoshi drin. Ein Yoshi. Okay, nice. Okay. Was muss ich denn jetzt machen? Hier durch. Ho, Yoshi, Mami, Yoshi. Okay. Und jetzt? Mami, ich muss da. Oh, okay. Das war, glaube ich, der Sinn meines Yoshis. Das ist das Ziel! Ja! Ziel, Bitches! Hammer, nice. Das Level war ganz okay. Es war ganz okay. Es war ganz cool, aber es ist auch nicht der Mega-Hammer. Aber ich fand's nice. Also, lieber Marcel, vielen Dank fürs Einsenden deines Levels. Ich denke mir, du hattest sicherlich viel Mühe damit. Und damit jeder das auch noch nachspielen kann, gibt's hier einmal den Code. Ja, tippt ihn in eure Wii ein und lasst euch foltern. Und wir gucken uns jetzt das nächste Level an. Oh, das Witzige ist, dieses Level ist von dem gleichen Ersteller wie das letzte Level. Das ist auch von Marcel. Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Weil ich habe einfach irgendwelche Codes eingegeben. Also, Marcel, ja, sorry, falls ich jetzt 2 deiner Level hier mal eben kurz platt machen muss, aber vielleicht kann das Level ja mehr. Hoffentlich ist das jetzt nicht so ähnlich wie das andere. Ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, wo ich hin muss. Ach so, okay. Ich finde es auf jeden Fall schon mal sehr viel besser, dass ich... Wow, da soll ich hin? Das ist ja wohl nicht dein Ernst. Dass ich hier diesen, dass wir hier in diesem neuen Mario sind, damit ich hier... Wie soll ich da hinkommen? Okay. What? Also jetzt hänge ich zumindest schon mal in dem hier dran, aber... Oh! Alter! Okay, das ist nicht einfach. Und jetzt? Halt! Mami, nein! Okay, zumindest weiß ich, wie das hier einigermaßen... Das ist gar nicht mal so einfach hier, aber es ist machbar, ja? Also... Fand ich jetzt nicht so einfach, aber kann man machen, ne? So, jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich hier reinkomme. Jetzt sind diese Schatten. Ach, und ich darf hier unten auch nicht reinfallen, ne? Ach du Scheiße. Oh, Scheiße! Ho, 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 ho! Alter, was ist denn das für ein motherfucking krasses Wichser-Level? Also zumindest, er muss es ja selber, zumindest einmal selber geschafft haben. Ich muss die erst an mich rankommen lassen, sonst kann ich da nicht drüber springen. Fick doch die Henne, Mann! Also ich sehe es kommen, das Level ist ein richtiger Pain in the Ass einfach nur, aber richtig hardcore. Richtig hardcore, Motherfucker! Okay. Sollte aber alles irgendwie machbar sein, schätze ich.
Ich muss jetzt nur das richtige Timing abwarten. So, nein, das war scheiße! Gut, ich weiß nicht, wie viele Versuche er dafür gebraucht hat, aber er ist wahrscheinlich hingegangen. Ich baue mein Level! Oh, ich habe das jetzt nach 5 Millionen Versuchen einmal geschafft. Ich veröffentliche das jetzt mal! Also das Level, das wird schmerzhaft. Das wird... Vor allen Dingen rutsche ich da immer runter! Boah, leck mir doch die Nüsse, ey. Das ist so asozial, das Level. Ich muss jetzt mal gucken. Ich muss auf jeden Fall jetzt springen. Oh, my fucking God! My fucking God! Wie soll ich denn da auf das nächste Ding kommen, Mann? Das macht mich fertig, das Level. Das macht mich fertig. Warte, ich muss jetzt den richtigen Zeitpunkt abwarten. Jetzt... So, jetzt gucken hier so die ganze Zeit hin und her, damit die mir nicht auf den Sack gehen, die Scheißviecher. So, jetzt muss ich mal gucken. Wie läuft denn das jetzt hier? Ja, aber kein Problem, wenn man das Ding, wenn man das... Ich merke auch langsam, wie mein Geduldsfaden zum Zerreißen gespannt ist, ja? Also so langsam, muss ich ganz ehrlich sagen... Also dieses Level wird auf jeden Fall in meine Top 10 der asozialsten Level aller Zeiten eingehen, ey. Ich meine, auf... Ich muss die Geister, dass die Geister schön weit unten bleiben. So, warte mal. So, jetzt. Zu früh. Zu früh. Ich meine, das hier geht ja noch, ne? Das ist ja relativ easy. Aber mittlerweile... Warte mal, ich muss jetzt warten. Warten. Und jetzt. Das war nicht zu früh. Jetzt ist der nächste. Sehr gut. Warte, jetzt muss ich wieder so. Das gibt's nicht! Dieses Level kostet mich an! Nee, bist du Schnauze voll. Ganz ehrlich, das Level, das kann mich jetzt wirklich mal am Arsch lecken. Da habe ich jetzt keine Geduld mehr für. Wer dieses Level aber allerdings gerne nachspielen möchte, der kann natürlich hier per ID eingeben und kann sich selbst daran versuchen. Ich würde es allerdings nicht empfehlen, weil das der absolute Abfuck ist. Ich würde jetzt die Level, die ihr gesehen habt, wieder aus meinem Pool entfernen. Würde mich daher freuen, wenn ihr... für die kommende Folge wieder ein paar neue Level posten würdet. Ja, ich meine, ich kann mir natürlich aus der letzten Folge auch welche neue raussuchen. Das macht natürlich auch Sinn. Aber nichtsdestotrotz immer schön keep it coming, ihr geilen Bitches, ja. Immer schön reinposten in die Kommentare. Ich brauche neue Level, denn nach wie vor macht mir das Spiel Spaß und ich will, dass das eine schöne lange Serie wird. Und ja, ich hoffe, ihr hattet heute ein bisschen Spaß. Ich werde mich jetzt wieder ein bisschen schonen gehen und würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Mario Maker Hardy. Miau!